Hallo, letztes Mal haben wir ein Hello World Programm geschrieben. Da wird hier am Anfang einmal die Geschwindigkeit eingestellt, mit der der Arduino die Daten austauschen soll mit dem PC. In dem Fall 9600 Bits pro Sekunde. Und dann hier in Loop wird immer wieder Hello World an den Computer geschrieben. Wenn ich das nochmal ausprobiere, dann passiert genau das. Und jetzt seid ihr dran. Was wollt ihr ausprobieren mit diesem Programm? An welcher Stelle wollt ihr Änderungen vornehmen? Was wird dann wohl passieren? Also eine Sache, die ich mir vorstellen kann, ist, was passiert, wenn man hier die Geschwindigkeit hochstellt? Ja? Wie schnell kann der Arduino Daten senden? Wie sieht es aus mit einer Million zum Beispiel? Klappt es noch? Hier kommt nur Kauderwelsch an. Da müssen wir die Geschwindigkeit vom PC anpassen. Eine Million gibt es tatsächlich hier zur Auswahl. Und dann sieht es relativ gut aus. Aber nur relativ. Ihr merkt, manchmal stimmt ein bisschen was nicht. Da ziehe ich mal den Stecker. Da sind komische Sachen passiert. Hello World! Das wohl öfter. Ne, hier was anderes. Hello World. Also, sehr interessantes Phänomen. Das scheint nicht immer zu funktionieren. Also, eine Million ist möglicherweise dem Arduino zu schnell oder dem PC zu schnell. Das kann man jetzt nicht genau entscheiden. Da könnt ihr mal weiter rumprobieren. Was ist so die beste Geschwindigkeit, die der Arduino noch schafft, ohne dass es zu Fehlern kommt? Ich stelle es mal wieder zurück auf 9600, damit für das nächste Experiment wieder alles in Ordnung ist. Was können wir noch machen? Wir können mal hier versuchen, andere Buchstaben zu tippen. Also das ganze ABC geht es. Dann muss ich den Arduino wieder einstecken, bevor ich da wieder was hochladen kann. Das ganze ABC, kein Problem für den Arduino. Könnt ihr euch auch mal überlegen, was wollt ihr da noch tippen? Was möchtet ihr rausfinden, was der Arduino kann und was der Arduino nicht kann? Wie sieht es aus mit Smileys? Besondere Zeichen, lachende Smileys, weinende Smileys. Kann er das? Das sieht gut aus. Wie ist es denn mit richtigen Smileys? In Windows 10 habt ihr eine besondere Tastenkombination, nämlich die Windows-Taste festhalten, dann zusammen mit Punkt. Und dann kommt ihr hier ja zu einem Emoji-Dialog. Und hier gibt es ja lustige Smileys, richtige farbige Smileys. Die sind sogar in der Arduino IDE sind die auch farbig. Sieht gut aus. Beim Häkchen gibt es einen kleinen Unterschied. Ist zwar ein Häkchen, aber nicht das Häkchen. Sieht ein bisschen anders aus. Ansonsten sind die Sachen in Ordnung. Das Herz ist nicht rot. Das ist grün geworden. Okay, aber funktioniert das Ganze? Ja, kein Problem für den Arduino. Dann könnt ihr aber zum Beispiel ausprobieren, was passiert, wenn ihr hier einen zweiten Befehl reinmacht. Den gleichen Befehl nochmal mit anderem Text. Wird das klappen? Das sieht auch gut aus. Dann könnt ihr überlegen, wie lang ist dieser Text? Was ist der maximale Text, den man schreiben kann? Wie sieht es aus mit Zahlen? Kann der auch Zahlen drucken? Also, im Vergleich haben wir hier Text mit Anführungszeichen, Zahlen ohne Anführungszeichen. Das geht wohl auch noch. Wie groß können die Zahlen sein, die man hier schreiben kann? Ui, die ist ihm wohl zu groß. Ganz schlimme Fehlermeldung. Ja, probiert es mal aus. Macht es ein bisschen kleiner. Was ist die größte Zahl, die der Arduino noch verarbeiten kann?
Ja, alles, was ihr rausgefunden habt, schreibt es unten in die Kommentare und wir werden ganz viel über den Arduino lernen. Dann weiterhin viel Spaß beim Experimentieren. Probiert alles aus. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr rausgefunden habt. Dankeschön, bis zum nächsten Mal und ciao.